Servus Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit dem Outdoor-Propheten. Heute widmen wir uns mal der Fischverwertung, der Fischverarbeitungen. Im speziellen Fall machen wir heute Forellenräuchern. Das ist, wie schon am ersten Video erklärt, auch das erste Mal, dass ich sowas mache. Ich hoffe, es gelingt mir alles. Ich habe mich gut vorbereitet, ich habe mich gut belesen, ich habe ein paar YouTube-Videos angeschaut. Die Fische sind jetzt schon eingelegt gewesen über Nacht. Die habe ich 12 bis 14 Stunden habe ich die jetzt eingelegt in einer Salzlage. Und wir werden jetzt die Fische dann hier zum Trocknen erstmal reinhängen. In der Zeit zeige ich euch rückblickend ein Video, das ich gestern Abend schon gedreht habe, wie ich die Fische einlege. Und wenn dann die Fische im Ofen sind, dann zeige ich euch wieder und nehme euch mit. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr mich da begleiten könnt heute und hoffe, euch gefällt das Video. Bleibt dran. Wenn nicht, schaltet wie immer ab. Aber es wird wie immer eine geile Geschichte. Bis gleich. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich meine Fische, in dem Fall die Forellen, vorm Räuchern noch einlege. Ich zeige euch jetzt erstmal, was er dazu alles braucht. Als erstes natürlich einen Behälter, wo man die Forellen dann einlegen kann. Ich habe da so eine Plastikbox mit 15 Liter habe ich mir da geholt. Dann braucht er Azeva, um mal ein wenig Wasser abwischen zu können. Einen Messbecher, weil man muss 10 Liter Wasser brauchen wir ungefähr. Dann braucht er natürlich Salz, da reicht das ganz normale Salz. Hier habe ich das Bad Brambacher oder wie das heißt, Alpensalz. Dann noch eine Schüssel und einen Löffel. In der Schüssel mache ich mir dann 1 Liter weg. Ich tue hier rein durch 9 Liter Wasser. Hier rein kommt 1 Liter mit warmem Wasser. Da werde ich mein Salz drinnen auflösen. Und das war es dann eigentlich schon, was man dazu braucht. Und natürlich das Wichtigste, was man dazu braucht, sind die Fische. Hier habe ich jetzt 5 Forellen frisch gefangen gehabt. Ich habe sie jetzt davor mal eingefroren gehabt, weil ich habe jetzt ja auf YouTube und so, wo ich mich erkundigt habe mit den Räuchern, wo ich mich da irgendwie belesen habe, haben sie immer gesagt, es ist besser, wenn sie mal eingefroren sind und wenn das nur eine Nacht ist, wo sie eingefroren sind. Die sind auch immer noch sehr frisch, seht ihr ja an die Augen, sind gerade aufgetaut. Das ist als erstes, werde ich die jetzt mal abwischen, weil die sind jetzt über Nacht im Kühlschrank aufgetaut. Jetzt werde ich sie erstmal mit reinem Wasser ein wenig abwaschen, aber gar nicht so viel, weil die werden ja jetzt noch einmal 12 Stunden in Salzlage eingelegt. Deswegen lasse ich die jetzt nur mal kurz unter dem Wasser ein wenig sauber machen. Ich zeige es euch gleich und der nächste Schritt ist dann beim Einlegen. Ne? Bis gleich. Einfach nur noch einmal schnell abgespült mit kaltem Wasser, den Bauch noch mal ausgespült schauen, dass alles sauber ist, dass die Kiemenhausen sind, dass der Fisch außen ein wenig abgewaschen ist und das reicht dann auch schon. Nur noch mal so, zack, kurz ausgespült und fertig. Nummer 1. So mache ich das jetzt mit allen Fischen erstmal. Wichtig ist bei der Arbeit, dass er sehr sauber arbeitet. Wie gesagt, das ist ein Lebensmittel, ein roher Lebensmittel und da muss man ein wenig sauber arbeiten, wenn man mit Fischen hantiert. Vor allen Dingen davor alles schön machen, alles schön sauber machen, Hände immer mal wieder waschen, alles außenrum immer wieder drüber wischen, so dass es dann eine saubere Geschichte ist. Die Fische sind jetzt mit kaltem Wasser abgewaschen worden. Jetzt ist das ganze restliche Eis, wo noch drinnen war vom Zeug, alles hausen. Die Bäuche sind sauber, der grobe Schleim ist unten. Jetzt gehen wir zum Einlegen und wenn sie dann über Nacht eingelegt waren, werden sie morgen früh sowieso noch einmal richtig gescheit abgewaschen. Deswegen hat jetzt ein bisschen gereicht. Das ist jetzt 1 Liter kaltes Wasser,
Davon brauchen wir jetzt 9 Stück. Nummer 1. Jetzt noch mal kurz rumrühren, dass sich das, wo sie auf den Boden gesetzt hat, auch ein wenig noch mal auflöst. Und dann schüttet er das einfach hier rein. Spült das restliche Salz, was jetzt noch mit sich aufgelöst hat, hier mit rein. So, jetzt ist die Salzlösung ist im Wasser. Jetzt rührt er hier noch gescheit durch. Und müsst halt sehen, das seht ihr ja selber, wenn ihr das Salz gescheit aufgelöst habt, dann legt ihr die Fische rein. Bei mir ist es, ich habe jetzt nämlich da mal belesen und habe auf YouTube ein paar Bilder angeschaut und ein paar Videos angeschaut. Und die meisten haben gesagt, an ihren Fisch kommt nur Salz und Wasser. Und das möchte ich jetzt erstmal probieren, da das ja das erste Mal ist, wo ich das mache. Möchte ich das mal so natürlich wie möglich probieren, dass ich da erstmal einen Geschmack dafür kriege. Und beim nächsten Mal kann man das ja dann noch mal ein wenig verfeinern und kann dann mal ein wenig andere Gewürze noch dazu tun. Aber ich finde es halt mal wichtig, dass man erstmal den Grundgeschmack hat, wie so ein Produkt im Grunde nur mit Salz schmeckt und mit dann über Buche geräuchert. Und deshalb mache ich das jetzt auch erstmal so. Wie gesagt, hier sind jetzt 10 Liter Wasser drinnen, 700 Gramm Salz, kein Jodsalz, nichts, ganz normales Salz. Und jetzt rühre ich noch ein wenig rum und dann kommen die Fische rein. Jetzt hat sich das Salz im Wasser so weit aufgelöst, dass ich das wichtigste Bestandteil dazu tun kann, nämlich die Forelle. Die tun wir jetzt alle hier reinlegen. Nummer 1. Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4 und Nummer 5. Man kann es am Wasser sehen, das Wasser ist total klar, obwohl da jetzt die Salzlauge drinnen ist. Das heißt, dass das Salz sich richtig schön aufgelöst hat. Die Fische sind alle schön mit Wasser bedeckt da drinnen. Ich werde noch jetzt eine Frischhaltefolie oben drüber machen. Dann kommt das Paket für 12 bis 13, 14 Stunden in einen Kühlschrank. Und morgen früh kommen die Fische raus, werden abgewaschen, werden die Räucherhäken werden eingemacht und dann kommen sie in einen Ofen erstmal zum Trocknen und dann wird morgen geräuchert. Wir sehen uns dann morgen früh wieder, wenn ich die Fische aus dem Kühlschrank hole und sie abwasche. Da seht ihr dann, wie es weitergeht. Seid gespannt, bis morgen früh. Guten Morgen. Die Fische waren jetzt über Nacht im Kühlschrank in der Salzlage eingelegt. Waren jetzt 13, 14 Stunden waren die jetzt in der Salzlage. Jetzt werden sie richtig schön abgewaschen unter klarem kaltem Wasser. Und dann werden die Räucherhäken angelegt. Und dann werden die Fische noch einmal zum Trocknen aufgehängt. Dann sehen wir uns wieder hinten am Deich zum Räuchern. Die Fische sind jetzt alle schön mit klarem Wasser abgewaschen worden, der Schleim alles runtergewaschen. Jetzt werden sie noch mit einem Zewertuch abgetrocknet, abgetupft, dass das grobe Wasser ein wenig runtergeht. Und dann werden sie auf die Räucherhäken gespannt. Und in den Räucherofen gehängt und werden erstmal Stunde oder sowas trocken gelassen. Und dann geht es am Deich hinter und dann werden sie auch geräuchert. Bis dann.
Jetzt habe ich die Fische erstmal zum Trocknen. Nein, Räucherofen gehängt, dass er schön trocken werden. Ich habe gehört oder gelesen, dass das richtig trocken sein muss, die Fische. Ich habe mir da hier an der Seite, habe ich mir von den Fliegengitter so an Streifen rumgeklebt. Das zeige ich euch gleich nochmal. Da tue ich jetzt immer ein Fliegengitter drüber, nämlich das, was man an die Fenster nimmt. Und somit können da dran keine Mücken und nichts rein und der Fisch kann in Ruhe trocknen. Bis später. Die Fische habe ich jetzt, 5 Stück sind es an der Zahl, die Forellen, habe ich jetzt schon mal in einen Räucherofen reingehängt. Jetzt tue ich sie mit Zewa-Papier gleich nochmal abtupfen, innen wie außen, weil die müssen richtig schön trocken sein, wenn sie, bevor es zum Räuchervorgang geht. So nehmen sie mehr Rauch auf und da freue ich mich jetzt schon drauf, dass es losgeht. Bis gleich. Hier unten habe ich noch so eine Art Auffangschale, die habe ich mit Alufolie ausgekleidet. Das hat den Grund, dass wenn ich dann fertig mit Räuchern bin, knülle ich die Alufolie zusammen und kann es gleich wegschmeißen. Sonst wird sich das Metall immer einsäuen wie die Sau und das wollen wir ja nicht. Das ist zum Räuchern natürlich. Da hier ist meine Gaskartusche. Hier ist mein ganz normaler Outdoor-Kocher. Ich hoffe, der hält durch und es reicht so. Und hier habe ich dann noch meine Box fürs Räuchermehl. Das alles kommt dann hier unten rein und dann Tropfschutz kommt es rein. Und da geht die Wärme aus der Seite schön hoch und der Rauch kann sich dann schön verteilen. Ich melde mich wieder, sobald ich alles aufgebaut habe und wir bereit sind. Die Fische hängen im Schrank, der Gasbrenner ist angeschlossen, das Feuer läuft. Jetzt lasse ich sie mal 10 Minuten, Viertelstunde noch einmal ein wenig trocknen bei offener Tür. Oben ist alles offen, unten ist offen und dann in 10 Minuten fangen wir dann mit den Räuchern direkt an. Ich lasse euch dabei davon teilhaben, bis gleich. In der Zeit, wo das jetzt trocknet, wie ihr sehen könnt, warte, ich zeige es euch mal. Bin ich hier jetzt ungefähr auf 30, 35 Grad, ganz genau geht es nicht und die Wärme geht ja noch ein wenig raus, weil ich die Tür offen habe hier einen Spalt. In der Zeit, wo die Fische jetzt noch ein wenig trocknen, habe ich mir mein Räuchermehl schon mal zurecht gemacht. Da habe ich dann jetzt 2 Tassen habe ich auf dem Blech drauf, habe es schön angedrückt und in der Mitte habe ich so ein kleines Loch gemacht, da wo der Brenner dann drunter steht. Da haben sie dann gesagt, dass das wahrscheinlich eher das Glimmen anfängt und somit das von der Mitte nach außen alles gleichzeitig abklingt. Ich bin gespannt, ihr werdet es live miterleben, was da draus geschieht wird. Auf jeden Fall habe ich da jetzt ungefähr 2 Tassen Räuchermehl drauf auf dem Blech und mal schauen, ob es reicht. Wenn nicht, muss ich noch einmal was machen und lege ich noch mal was nach. Aber ich bin guter Dinge. Bis dann. Jetzt sind wir beim Räuchervorgang angekommen. Wir haben den Räucherschrank verriechelt. Hier oben haben wir ein wenig geschlossen, hier unten haben wir ein wenig geschlossen. Die Fische waren jetzt trocken. Vom Anfassen her haben die sich richtig trocken angefühlt. Wie gesagt, ich habe sie heute früh schon nach dem Waschen, nach dem Saubermachen habe ich sie schon rausgehängt, dass sie trocknen. Jetzt habe ich sie hier nochmal getrocknet, habe sie hier nochmal mit Wärme getrocknet. Ich werde jetzt aber, bevor es richtig losgeht, noch 1-2 Mal
den Schrank auf und zu machen, dass die Feuchtigkeit noch ein bisschen raus kann. Und dann geht's los. Dann müssen wir jetzt langsam die Temperatur, nicht von 0 auf 100 gleich, sondern nach und nach tun wir jetzt die Temperatur erstmal auf 100 Grad erhöhen, dass eventuelle Bakterien oder sowas abgedöset werden. Und dann werden wir am Schluss den Räucherschrank bei 80 Grad, 70, zwischen 70 und 80 Grad einregeln lassen und da mal 20, 25 Minuten räuchern lassen. Und dann kommt das Räuchermehl mit drauf. Ich hoffe, euch gefällt bis jetzt das Video. Ich wäre immer gespannter, weil ich mich immer, weil es immer mehr darauf zugeht, dass das Räuchermehl draufkommt und aufs Endresultat vom Fisch. Bleibt dabei, bis gleich, euer Outdoor-Prophet. Die Temperatur klettert langsam, aber sicher hoch. Man muss mal sehen, wie gesagt, dass man sie jetzt auf 100 Grad mal hochbringt, den Räucherofen, und dann ne, bei 70 bis 80 Grad einregeln lässt. Das Räuchermehl habe ich jetzt hier knapp über die Gasflamme. Wenn ich das Fach wieder zugemacht habe, werde ich noch mal kurz Gas geben. Und dann sollte das hier oben, das Loch, wo ich vorhin freigemacht habe, da ist eigentlich der Plan, dass es das Glimmen anfängt und nach außen hin durchglimmt. Bis gleich. Wie man jetzt gut erkennen kann, hoffe ich mal, sieht man, dass der Räucherprozess begonnen hat. Die Späne, wie es unten aussieht, hat sich entzündet oder halt angefangen zu glimmen in der Mitte. Der Räucherofen macht das, was er machen soll. Er räuchert. Jetzt müssen wir mal schauen, wie lange wir das drinnen machen müssen. Es ist ein bisschen so farbabhängig und alles. Und nach der ersten Ladung, wenn es mal wieder ein wenig aufhört, machen wir das mal auf und gucken mal rein, ob sie schon fertig sind. Bis dahin lassen wir sie erstmal in Ruhe im Rauch hängen jetzt. Räuchern ist beendet. Hier an meiner eigenen habe ich mal probiert mit der Rückenflosse, dass sie auch durch sind. Ich finde es Farbe haben sie auch richtig geil bekommen. Fürs erste Mal finde ich das wirklich super gelungen und es duftet so köstlich. Das Räuchern ist beendet. Ich finde fürs erste Mal sind die Forellen richtig schön geworden, haben eine goldene Farbe angenommen. Wir haben sie jetzt so 25 Minuten garen lassen, haben sie jetzt noch mal so 25 bis 30 Minuten nein Rauch rein. Jetzt habe ich sie raus, jetzt mache ich den Rauch raus, lasse noch ein wenig abkühlen und dann werden sie mal probiert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls es euch gefallen hat, abonniert mich, lasst einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch viel Spaß bei den weiteren Videos. Euer Outdoor-Prophet, ich bin raus.